So, meine Damen und Herren, ich würde gerne fortführen in der Sitzung und Ihnen zunächst als erstes das Ergebnis der Wahlen, die wir vor der Pause gemacht haben, verkünden, um zu sagen, es ist ein weiterer Tippelschritt geschafft, aber eben nur ein Tippelschritt. Ich darf Ihnen das Ergebnis verkünden. 68 ausgegebene Stimmzettel ergab es, 2/3 Mehrheit sind 46. Auf Herrn Valentin Lippmann entfielen 45, auf Herrn Vetterlein 25, auf Herrn Gottfried Ecke 47, damit gewählt. Thilo Kiesling 41 und Johannes Lichti 43. Damit haben wir einen weiteren Vertrauensperson als Beisitz und Beisitz für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Dresden gewählt. Heißt aber, in Summation sind wir jetzt bei 4 angekommen von 7. Und insofern würde ich heute Abend wenigstens einen weiteren Versuch mit Ihnen starten wollen, den wir dann machen. Bevor wir das aber machen, reden wir uns erstmal wieder ein bisschen warm und haben als nächsten Tagesordnungspunkt den Tagesordnungspunkt 32.6, 10 Jahre Peter GmbH. Und das ist ein Antrag, den die FDP eingebracht hat. Deswegen darf sie jetzt mit der Einreichung beginnen. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist ein Wunder, dass dieser Antrag, wo wahrscheinlich sich schon ganz viele seit Monaten vorbereitet haben, dann endlich auch mal behandelt werden kann. Ich freue mich sehr, das glaube ich der letzte der aktuellen Bäderanträge. Fehlt noch was? Nee, das warme Wasser haben wir ja auch schon gehabt. Also deswegen bin ich ganz froh, dass wir es heute machen können. Ich will auch gar nicht so ausschweifend sein, weil wir ja uns hier nur auf einen ergebnisoffenen Weg machen wollen. Die Bäder GmbH feiert den 10. Geburtstag in diesem Jahr. Vor 10 Jahren hatte der Stadtrat damals ohne die Stimmen der FDP im Übrigen sich für dieses Modell ausgesprochen. Und nach 10 Jahren ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit, sich das mal anzugucken. Und zwar wirklich ergebnisoffen zu schauen, ist das eine gute Sache gewesen? Ist das, wie es manche schon in den Medien gesagt haben, tatsächlich ein Erfolgsmodell? Gibt es Defizite, muss man korrigieren? Oder, und das gehört zu ergebnisoffen dazu, sollte man darüber nachdenken, die Bäder GmbH wieder zurück in den Schoß der Stadt zu holen? Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eine Option ist, weil ich höre die Sektkorken nicht knallen, wenn ich auf 10 Jahre Bäder GmbH zurückschaue. Klar ist es differenziert, keine Frage. Wir haben große Projekte im Badbereich geschafft in der Zeit. Ich denke an die Freiberger Straße, ich denke an Bühlau oder auch zuletzt an Prolis. Trotzdem, wenn man sich die Projekte genau anschaut, dann sieht man auch, dass kein einziges im Kostenrahmen geblieben ist, dass sie immer größer geworden sind, aus unserer Sicht Freiberger Straße ja auch sehr hochdimensioniert gewesen sind. Gab es damals eine Diskussion, ist abgeschlossen. Aber ich bin mir übrigens auch sicher, dass wenn das ein Bäderbetrieb in der alten Struktur gemacht hätte, wir ganz genauso auch diese Investition getätigt hätten, das ist es kein Verdienst des Konstrukts gewesen. Wenn wir aber genau auf die Bäder GmbH gucken, dann gibt es eben auch eine ganze Menge Dinge, die dort zu kritisieren sind. Damit meine ich nicht nur das doch eigenartige Geschäftsgebaren der dortigen Geschäftsleitung, gerade was den Umgang mit dem Stadtrat und der Politik betrifft. Das haben wir nun gestern erst diskutiert bei der Frage der Schwimmhalle Klotsche. Wir haben nicht umsonst auch als haushaltstragende Fraktion dafür gesorgt, dass auch bestimmte Bedarfe und Wünsche, die von der Bäder GmbH kommen, beachtet werden. Man muss sie nur kennen, man muss es nur wissen, dann kann man noch reagieren. Aber natürlich ist es so, dass die Geschäftsleitung der Bäder GmbH genau weiß,
dass wir so eine richtige Einflussmöglichkeit eben nicht mehr haben, was sehr bedauerlich ist, weil Bäder sind ein hochpolitisches Thema und den Kopf dafür haut nicht ein in der breiten Öffentlichkeit, der eher unbekannter Geschäftsführer hält den Kopf dafür hin, sondern der Stadtrat, jeder einzelne Stadtrat wird ja vor Ort damit konfrontiert. Was ist mit meinem Bad? Wie können wir damit umgehen? Und wenn man sich dann auf die Situation in Dresden schaut, in der Bäder GmbH, da gibt es auch durchaus viele Baustellen. Wir erleben Hallenschließungen im Sommer in Größenordnung. Also was beim Nordbad gerade passiert, das versteht, glaube ich, überhaupt keiner mehr. Das war ein Riesenthema. Parteiübergreifend im Stadtbezirksbeirat Neustadt erst zuletzt. Bis 9. September bleibt das zu. Das ist nie im Sinne des Erfinders. Das Nordbad hat auch eine ganz andere Funktion als nochmal andere Hallenbäder. Es war damals ein Riesenerfolg, dass dieses Bad saniert wurde und zum Laufen gebracht ist. Lässt man es einfach zu. Die Saunen, wir haben in vielen Bädern auch mit viel, viel Geld Saunen eingebaut. Aus Kostenspargründen lässt man sie zu. Also das ist ja nun das betriebswirtschaftlich Allerdümmste, was man machen kann. Man saniert, gibt viel Geld aus und nutzt es nicht. Also das muss man wirklich sagen, das kann es ja nun wirklich nicht sein. Und das passiert dort. Wir erleben aus meiner Sicht einen sukzessiven Niedergang der leider zu offenen Badestellen, degradierten Freibäder, vor allem in den Ortschaften. Da kann man nicht zugucken. Und immer nur Luxusprojekte hier in Dresden im Stadtzentrum zu machen, aber die Bademöglichkeiten für die Menschen an der Peripherie immer mehr einzuschränken, das geht nicht. Ich bin erst vor zwei Wochen im Waldbad Weixdorf gewesen, habe mir von dem dortigen Verein das Bad mal wieder zeigen lassen, muss ich dazu sagen. Unhaltbare Zustände, alte historische Substanz, verfällt, ungepflegt, runtergewirtschaftet. Der Verein würde sogar was selber machen wollen, aber man redet mit denen nicht mehr. Da gibt es Aussagen, belegte Aussagen im Übrigen, wo dann der Geschäftsführer zu dem Badverein sagt, naja, wissen Sie, am liebsten würde ich mit dem Bagger kommen und alles wegschieben. Und das habe ich auch im Marienbad Weißig erlebt, wo man auch nicht mehr baden gehen kann, wo so eine kleine Kinderbadestelle da ist, ganz klein, wo die Wasserzuleitung durch eine Baumaßnahme der Bäder GmbH vor ein paar Jahren beschädigt worden ist und die einfach über Jahre hinweg nicht repariert wird. Und das kann schlichtweg nicht sein. Ich kann nicht immer nur in Dimension Freiberger Straße oder Bühlau denken, sondern es gehört auch dazu, dass ich meine Hausaufgaben mache und auch diese alten, traditionellen Bäder, die liebgewonnen sind, die wir brauchen, auch mit erhält. Wir haben eine Wasserqualität im Weichsdorf, da bin ich mal gespannt. Ich gehe nächste Woche wieder gucken. Da möchten Sie nicht reinspringen, also ganz sicher, ohne dass Sie hinterher irgendwelche Mittel aus der Apotheke brauchen. Wissen Sie, so kann man das nicht machen und deswegen, meine Damen und Herren, gehört das auf den Prüfstand und mit diesem Antrag, den wir heute stellen, fordere ich auch von hier aus die Bürgerinnen und Bürger auf, auch das, was Sie mit Ihrem Bad vor Ort erleben, mit in den Evaluationsprozess mit reinzunehmen. Das sollten wir gar nicht nur der Bäder GmbH selbst übergeben, sondern mit dazugucken. Ja, aber ich rede ja hier gute Sachen, deswegen werden Sie mir die Zeit ja zugestehen. Frau Mühle, ich sehe ja Ihre Begeisterung für mich, sitzen jetzt noch mehr vor mir. Es ist eine Freude. Dass wir darüber nachdenken, und das ist mein letzter Satz, ist ja auch ganz wichtig. Wir wissen ja, dass wir über die TWD wahrscheinlich die Bäder in Zukunft nicht mehr finanziert bekommen. Denn die Bedarfe, die wir durch die Dresdner Verkehrsbetriebe dort haben und die Bäder sind zu groß. Das heißt, wir werden sowieso politisch entscheiden müssen, es wird sowieso städtisches Geld fließen müssen. Also können wir uns auch den politischen Einfluss, den wir wegen dem Steuermodell abgegeben haben, zurückholen. Also, Mensch, Frau Mühle, Sie wissen doch, Sie können mich nie aus dem Konzept bringen, das schaffen Sie nicht. Das schaffen Sie nicht. Was denken Sie, wer ich hier bin? Danke. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Ist das Wort gewünscht? Herr Schulze, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Saal, ganz kurz dann, wir haben ja eigentlich gar keinen Redner. Beitrag angemeldet, aber vielleicht nochmal als Reaktion auf Herrn Zastrow. Es ist ja schon bezeichnend, dann, dass eine FDP sozusagen jetzt plötzlich ihr Herz für einen Eigenbetrieb findet. Und ich denke dann, ein paar von den Kritikpunkten, dann, die jetzt Holger Zastrow hier genannt hat, die teilen wir durchaus.
Aber ich glaube, das sind Dinge, die müssen letzten Endes dann im Aufsichtsrat und auch über den Sportausschuss geregelt werden. Und das sind auch Dinge dann, die wir in der Vergangenheit, sage ich mal, auch genau in diesen Gremien auch sowohl angesprochen haben, als auch, sage ich mal, in Teilen doch mit gelöst bekommen haben. Ein bisschen sozusagen schwingt ja bei dem ganzen Beitrag jetzt von Herrn Sastrow mit, dass er gerne sozusagen dann diese 15 Millionen Euro, die aktuell sozusagen noch dann die Bäder GmbH als Verlustausgleich bekommen, dass man die sozusagen der DVB zuschlägt, so habe ich es ja sozusagen Ihren letzten Satz verstanden, und sie sozusagen damit letzten Endes nicht, was sozusagen die Parkgebühren betrifft dann oder andere Dinge dann, die wir sozusagen für die Finanzierung der DVB mit generieren wollen dann in den Vorlagen dann, dass sie die sozusagen nicht bereit sind mitzutragen. Und dass sie da letzten Endes sozusagen diese Verknüpfung zwischen DVB und Bädern und dieser Ausgliederung der Bäder dann aus der TWD, dass sie sozusagen damit sozusagen so heimlich dann ihre Nichtbereitschaft dann mit verknüpfen, sozusagen mit verdecken wollen. Das ist sozusagen unsere Kritik an dem Punkt dann und deswegen sind wir auch, sage ich mal, mit dieser Evaluierung nicht wirklich einverstanden dann, weil sozusagen der eigentliche Hintergrund dann, der Ansatz, den Sie dafür haben, ein anderer ist als den Sie hier gerade postuliert haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, weiter geht's in der Fraktionsrunde. Frau Wagner für die CDU. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen. Also ich war ja sehr gespannt auf den Redebeitrag von Ihnen, Herr Sastrow. Ich bin begeistert, würde ich es jetzt nicht nennen, aber etwas beruhigt, weil Ihr Antragstext in der Milde Ihres Redebeitrags sich jetzt auch ein Stück weit wiederfindet. Weil Sie hätten sich ja jetzt genauso hier hinstellen können, ein bisschen Ansatz war da, und so rumwettern, wie Sie es auch in der Zeitung getan haben damals, als die ganze Diskussion um Klotsche anfing und als Sie ja dann auch darauf kamen, in diesem Zusammenhang, unterstelle ich jetzt einfach mal, interpretiere ich so, dass Sie durch Klotsche darauf kamen, dass er jetzt der 10. Geburtstag ist und dass man das Ganze jetzt mal evaluieren kann. Für uns möchte ich vorausschicken, wir tragen den Antrag mit. So 10 Jahre ist in der Tat mal ein guter Anlass zu gucken. Wir haben damals eine Entscheidung getroffen. Wie hat die sich ausgewirkt? Was war gut? Was war nicht so gut? Aber ich bin mir trotzdem, ich traue Ihnen nie, Herr Sastrow. Also ich traue Ihnen einfach nicht. Und dieses Stichwort, die FDP ist jetzt für eine Rekommunalisierung, völlig berechtigt die Frage, Thorsten Schulze, finde ich durchaus auch interessant, weil wovon ich überzeugt bin, ist, dass die Bäder GmbH in den letzten Jahren, und das ist eben anders als in der Verwaltung, und da sind Sie ja auch ein großer Freund von, die nicht wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit der Verwaltung, wenn Sie gerade mal da drauf springen, zu kritisieren. Da sage ich einfach mal, die Bäder GmbH handelt definitiv wirtschaftlicher. Nun wissen wir, die Bäder GmbH ist kein Profitunternehmen, sondern nennen wir es Dauerverlustbetrieb. Aber ich behaupte, die Effizienz und der Blick auf die Kosten, der ist anders erfolgt, als wie er erfolgt wäre über einen Eigenbetrieb. Das muss man aber auch andersrum sehen. Und da wiederhole ich die Zahl, die ich damals in der aktuellen Debatte zu Klotsche auch gesagt habe, 87 Millionen. Also ich bin tief und fest überzeugt davon, Herr Sastrow, und da hätte ich Sie jetzt nicht als Protagonisten ganz vorne dran erlebt, um die ganzen Bäder, die Sie jetzt auch so schön aufgezählt haben, dann mit städtischem Geld, dass wir die gebaut hätten. Also da habe ich große Zweifel dran, dass wir diese 87 Millionen aufgebracht hätten. Und wir wissen auch, dass wir das konnten, weil es aus dem Energiebereich eben gut lief, ganz lange. Sonst würden diese Bäder nicht stehen. Und dann habe ich einfach mal die These, und das ist Teil meines Misstrauens, Herr Sastrow, dann würden Sie nicht hier stehen und sagen, aber wir müssen jetzt 50 Millionen investieren, damit unsere Schwimmvereine bessere Bedingungen haben. So, jetzt arbeite ich mich ein Stück weit an Ihnen ab. Das wollte ich eigentlich gar nicht so lange. Wir tragen das mit. Ich bin auch wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse und Ihr Antrag ist ja sehr, sage ich mal, fokussiert auf die wirtschaftlichen Kennzahlen. Ich denke, da wären auch durchaus berechtigte Kritikpunkte, wie zum Beispiel kommunikative Dinge, auch mit einfließen. Jedenfalls würde ich mir das wünschen. Aber das sind ja Sachen,
die man in einem guten diskursiven Prozess in einer Stadt miteinander neu ausgestalten und neu justieren kann. Nächstes Mal im Sportausschuss wird Herr Waurig da sein. Da werden wir sicher das eine oder andere, was die Kommunikation betrifft, auch noch mal mit ihm besprechen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich nicht, dass am Ende das einzige Ergebnis sein kann, wir rekommunalisieren das aus meiner Sicht Erfolgsmodell Dresdner Bäder GmbH. Das würde mich sehr wundern, aber wir werden uns der Sache wirklich sehr offen, ergebnisoffen widmen und würde mir wünschen, dass wir das hier alle miteinander tun. Wie dieser Evaluationsprozess aussieht, inwiefern wir da beteiligt sind, werden wir mal sehen, aber es macht ja sicher sehr viel Sinn, jemanden da mit einem frischen externen Blick drauf gucken zu lassen, ob das jetzt sozusagen ein verwaltungsexterner Blick ist oder ein, sage ich mal, ein externer Beraterblick. Das wird dann sicher berichtet werden. In diesem Sinne, wir tragen den Antrag mit und die Bäder GmbH in den letzten 10 Jahren war ein Erfolgsmodell, 87 Millionen, tolle Mitarbeiter, engagierte Mitarbeiter. Ich sehe die 2-mal die Woche, wenn ich nämlich schwimmen gehe. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Deswegen Happy Birthday, Bäder GmbH. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, lieber Herr Zastrow. Evaluieren heißt, Abläufe zu überprüfen und, wenn notwendig, Änderungen einzuleiten. Insoweit ist Evaluieren natürlich eine gute Sache. Jeder und jede weiß aber auch, dass eine Evaluierung Ressourcen bindet, finanzielle wie personelle. Und das in der aktuellen Situation der Haushaltssperre. Schon deshalb ist dieser Antrag jetzt abzulehnen. Es gibt aber noch 2 andere Gründe. Können Sie darüber lachen? Ich habe die Haushaltssperre nie festgelegt. Das ist eine andere Frage. Man kann ja auch sagen, wir nehmen das jetzt zurück und reichen es später noch mal ein. Brauchen wir uns nicht streiten, Herr Zastrow, schaffen wir so und so kein gemeinsames Ergebnis. Aber eine Evaluierung, so wie sie jetzt beantragt ist, stellt eben auch die Bäder GmbH als solche in Frage. Das haben Sie auch kurz begründet. Die Linke hat, und da waren wir uns damals einig, die Ausgliederung der Bäder aus dem Sportstätten- und Bäderbetrieb nicht mitgetragen. Aber eine Mehrheit dieses Rates hat die Gründung der Bäder GmbH beschlossen. Der daraus folgende Ausgliederungsprozess brachte viel Unruhe unter die MitarbeiterInnen. Aber nun arbeitet die GmbH und die Linke möchte die MitarbeiterInnen nicht erneut in Aufregung versetzen. Eine weitere Sache der Evaluierung betrifft, das steht so zwar ganz unten, aber nichtsdestotrotz, die Perspektiven der Bäder, die Bäder-Konzeption. Diese wird fortgeschrieben, das hat Herr Bürgermeister Dohnhauser gestern bestätigt. 10 Jahre Bäder GmbH. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal hier so sagen würde, ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Die Erweiterung des Schwimmputschkomplexes an der Freiberger Straße, die Sanierung der Bestandshalle, die Schwimmhallen in Bühlau und das Kombibad in Prohlis, die Sanierung des Arnholdbades und des Nordbades, auch wenn es derzeit geschlossen ist. Es wurde also einiges geschafft. Baukostenverteuerung, das haben Sie auch gesagt, haben Sie darauf hingewiesen, sind leider Realität. Aber wir wissen alle, dass Baukostenverteuerungen bei anderen Großprojekten genauso im Haus stehen. Das betrifft das Steierstadion und das betrifft auch unser neues Verwaltungszentrum. Und deshalb zum Schluss eine Bemerkung. Für neue geplante Projekte wie die Schwimmhalle Klotsche, zu der wir gestern gesprochen haben, und zu dieser Schwimmhalle gehört übrigens auch die Sporthalle oder das Sachsenbad, fehlt es vor allem an einem, am Geld. Eine Evaluierung der Bäder GmbH würde dieses Geld ganz wahrscheinlich nicht bereitstellen können. Vielmehr würden Ressourcen zusätzlich gebunden. Wir, die Linke, lehnen deshalb den vorliegenden Antrag heute ab. Dankeschön. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Dries. Herr
Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich habe es schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, ich sage es heute auch noch mal, aus Sicht der SPD-Fraktion ist die Bäder GmbH ein Erfolgsmodell. Sie ist ja auch ursprünglich, deren die Einrichtung ist ja auch ursprünglich mal auf Vorschläge aus der SPD zurückzuführen. Und ich glaube aber auch durchaus die Bilanz der letzten 10 Jahre dieser Bäder GmbH kann sich sehen lassen. Die Vorrednerinnen und Vorredner haben ja schon ein ganz paar Worte dazu verloren. Das Georg-Arnold-Bad wurde saniert, in Prohles gab es einen Neubau, in Bülau gab es einen Neubau, die Freiberger Straße wurde saniert, das Nordbad wird gerade noch saniert und auch in den Freibädern hat sich vieles getan und ich stelle mir tatsächlich auch die Frage, ob das in Eigenbetrieb unter der Verwaltung, quasi der Kernverwaltung, wirklich in diesen 10 Jahren geschafft hätte und gemacht hätte. Und wenn man sich die Bäder anguckt, wie sie vor Gründung der Bäder GmbH sahen, und da ist ja auch eine ganze Zeit vergangen, wo es den Eigenbetrieb gab, stützt das, glaube ich, eher die These, dass diese ganzen Projekte wirklich nur möglich waren, weil die Bäder GmbH gegründet wurde. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt diesen Antrag anschaue, denke ich mir ja auch, ähnlich auch wie die Vorrednerinnen und Vorredner, wenn die FDP schon mal eine Option ins Spiel bringt, die eine Rekommunalisierung beinhaltet, kann man eigentlich auch schlecht dagegen sein, auch wenn wir es an dieser Stelle als SPD tatsächlich für eine relativ unsinnige Stelle halten, gerade mit der Rekommunalisierung bei der Bäder GmbH anzufangen. Da können wir tatsächlich eher mal in anderen Bereichen anfangen, sei es der Sicherheitsdienst, der unsere städtischen Liegenschaften absichert, sei es die Gebäudereinigung in unseren städtischen Liegenschaften, wo wir durch das Outsourcen Lohndumping betreiben, statt die Leute ordentlich nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu bezahlen. Da wäre Rekommunalisierung viel, viel dringender dran. Wir glauben aber auch, eben wegen der erfolgreichen Geschichte der Bäder GmbH, dass man keine Angst vor einer Evaluation haben muss. Deswegen wird sich die SPD-Fraktion heute zu dem Vorschlag der FDP kraftvoll enthalten. Und dann gucken wir mal, was dort am Ende tatsächlich rauskommen wird, sowohl hier heute im Stadtrat, als auch wenn dann die Evaluation kommt in dieser Evaluation. Ich glaube tatsächlich, dass die das Erfolgsmodell bestätigen wird. Aber wenn ich jetzt so dieser Debatte gefolgt bin und auch die Kritik Punkte gehört habe, die hier vielfach angesprochen wurden, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wenn man irgendwie ein Problem mit der Geschäftsführung hat oder vielleicht sogar darauf hinaus will, dass man an der Geschäftsführung mal was ändern müsste, dann muss man nicht direkt den Rechtsstatus, die Rechtsform dieser Gesellschaft in Frage stellen. Da gibt es auch einfachere Wege und das ist dann vielleicht auch die ehrlichere Debatte in dieser ganzen Fragestellung. Dementsprechend haben wir keine Angst vor der Evaluation der Bäder GmbH. Sie ist erfolgreich gewesen, das wird diese Evaluation zeigen. Und ich glaube, wir werden auch in den nächsten 10 Jahren mit der Bäder GmbH arbeiten. Vielen Dank. Als nächste Freie Wähler, freier Bürger, das Wort gewünscht? Nein? Dann Dissidenten, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, in der Tat, unsere Doppelsitzung, der rote Faden unserer Doppelsitzung sind Bäder und Schwimmen. Nun ist das nicht meine Kernkompetenz, aber ich finde diesen Schwimmen zumindest nicht. Ich finde diesen Antrag der FDP, Herr Sastrow, wirklich sehr bemerkenswert und hätte ich einen Hut auf, würde ich sagen, Chapeau. Dass ich das noch mal erleben darf, einen Antrag hier zur Behandlung zu haben, in dem die FDP eine Rekommunalisierung eines in einer GmbH ausgegliederten städtischen Unternehmens fordert, hätte ich mir nicht vorstellen können. Vor allen Dingen, wenn man sich die Begründung dieses Antrages an prominenter Stelle anschaut, da schreibt die FDP, um die Kontrollmöglichkeiten des Stadtrates über diesen wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge zurückzubekommen, wäre dies zu überlegen. Zwar werden die Fragen offen gestellt, es soll nur geprüft werden, aber die Tendenz dieses Antrages ist doch relativ eindeutig und das ist sehr begrüßenswert, weil im Gegensatz zu einigen meiner Vorredner erlaube ich mir doch den Hinweis, die Erfolgsgeschichte, die uns eingeredet werden soll, ist eine, die im Tarnanzug erzielt wurde. Hätten
wir denn gegenwärtig Vorlagen des OBs und Präsentationen des OBs, der die etwas schwierige Finanzlage der TWD lösen will, wenn wir nicht im Grunde genommen, wenn nicht dieser Stadtrat 2012 diese BDR GmbH in dem festen Willen auf den Weg gebracht hat, dass nämlich die Melkkuh Drewag nun das auch noch schultern könnte, ohne sich die Frage zu stellen, kann sie das denn perspektivisch schultern? Und es ist geschultert worden in der Tat, aber auch um den Preis von verdeckten Krediten, ich sage ganz bewusst von Schattenhaushalten. Das ist nämlich eine sehr indirekte, und nein, eine sehr intransparente Form der Finanzierung. Und ich finde es sehr wichtig, und diese Fragen werden ja auch gestellt in dem Antrag, Herr Zastrow, dass diese Dinge auf den Tisch kommen und man sich genau anschaut. Und das ist besonders deshalb wichtig, weil, wie wir wissen, nunmehr die TWD ihre Bereitschaft oder ihre Fähigkeit auch, städtische Aufgaben zu finanzieren, gedeckelt hat. Und was passiert denn in dieser Deckelung? Da passiert plötzlich, dass eigentlich die Notwendigkeit der Sicherung von Bäderbetrieb und Bau von Bädern und die Notwendigkeit der Sicherung eines fortschrittlichen, effektiven ÖPNVs und deren Ausbau gegeneinander stehen und plötzlich sozusagen in Konkurrenz diese beiden Bereiche auftreten. Und wenn ich mir genau anschaue, was in den letzten Monaten passiert ist mit einer Vorlage des OBs, der die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs durch eine zusätzliche Aktivität im Bereich der Parkgebühren finanzieren wollte, und das ist einfach blockiert worden, und zwar querbeet von FDP bis zur Linken, dann zeigt es mir, dass wenn wir so weitermachen, wir entweder die weitere Sicherung des Bäderbetriebs oder im Grunde genommen den Ausbau und die Sicherung des ÖPNVs gegeneinander stellen müssen. Das ist falsch. Und von daher sind die Fragen, die die FDP, Herr Zastrow, gestellt hat, genau die richtigen Fragen. Und es ist dann Aufgabe dieses Stadtrates, daraus die entsprechenden Antworten zu finden. Weil es wird sich dabei herausstellen, lieber Vincent, dass so einfach die Frage des Erfolgs Konzept ist dieser Bädergesellschaft nicht zu beantworten ist. Da gibt es nämlich eine Menge Steine, die versteckt auf dem Weg liegen und die auch für die Zukunft eine weitere Entwicklung nicht ganz so einfach machen. Also, von daher würde ich mich freuen, übrigens nochmal mit einem Nebensatz, ich würde mich auch freuen, wenn die Blockade, was diese Finanzierungsvorlagen angeht, endlich mal aufgegeben würde. Ich würde mich aber freuen, wenn ergebnisoffen über diesen Antrag der FDP diskutiert wurde, wie die entsprechenden Unterlagen bekommen, und wir als Dissidentenfraktion werden diesen Antrag unterstützen. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die AfD-Fraktion, Herr Lommel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ja, muss Herrn Kollegen Schmählich recht geben. Das ist in der Tat, hat einiges angedeutet, in welche Richtung die Reise zu untersuchen ist und so gilt. Natürlich wird es höchstwahrscheinlich dann doch eine unterschiedliche politische Bewertung geben, aber es sind genau die Fragen, die notwendig sind, um eben die Sachen zu diskutieren. Die Konstruktion Bäder GmbH, um das zu erinnern, war ursprünglich deswegen eingereicht worden, um die Schwimmhalle Freiberger Platz möglich zu machen ökonomisch. Hintergrund ist, dass durch das Schachtelprivileg, das heißt Umsatz, Körperschaftssteuerersparnis, Geld in die Stadt reingespült worden ist, und das hatte die Bäder GmbH und die DVB begünstigt. Und damit war ein bisschen mehr Geld da, diese Schwimmhalle zu bauen. Mittlerweile hat sich die Situation verändert. Das heißt, die Zuschüsse, die die TWD bezahlt, sind geringer als das, was eigentlich zurzeit abgerufen wird. Ob sinnvoll oder nicht, ist eine andere Frage. Das ganze Modell ist nicht mehr das gleiche, wie es gewesen war, zu dem Zeitpunkt, als man eben dieses Modell gewählt hat. Und deswegen ist der Antrag von der FDP richtig, mal darüber nachzudenken, nach 10 Jahren
ob jetzt unter neuer Situation sich die Situation verändert hat. Dann ist es natürlich auch die Frage, ob die Beder GmbH effektiv und gut gearbeitet hat. Frau Wagner, die Antwort schon gefunden. Ich bin eher der Meinung, wir würden das mal abwarten. Ich würde mich freuen, wenn wir auf das Ergebnis kommen, dass es eine gute Sache war. Aber der Landesrechnungshof hat zum Beispiel der Beder GmbH bei dem Bau Schwimmhalle Freiberger Platz ein verheerendes Zeugnis ausgestellt, über 21 Seiten. Schön dargestellt, dass eigentlich alles falsch gemacht worden ist, insbesondere der Stadtrat wurde nicht beteiligt. Und das ist natürlich auch immer das Risiko, dass eben GmbHs eben ihren Auftraggeber einfach mal so zur Seite schieben. Und das ist natürlich ein Manko gewesen. Aber gut, dann ist natürlich auch weiter zu untersuchen, ja, ob es natürlich Sinn macht in der jetzigen Konstellation, dass der Stadtrat nichts zu sagen hat, dass wir eben diese Diskussion über Klotsche haben, wir haben die Diskussion über Temperaturen, wir haben die Diskussion Sachsenbad, alles das ist erschwert. Und nein, es ist eben nicht so, dass es Herr Schulz im Aufsichtsrat gehört, sondern es gehört hierher. Die Leute interessieren sich für ihre Bäder und wollen die Sachen nicht unter verschlossenen Türen diskutiert haben. Das sehen wir anders und deswegen ist der Ort hier sehr gut. Und ich freue mich auf die Debatte. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es einfach so, was ich auch noch vergessen habe, Elbe-Mahr ist auch noch die Diskussion. Auch darüber ist einiges zu diskutieren. Ich sehe das in der Tat sehr ergebnisoffen, denn die linke Seite hat das zu Recht angesprochen. Es hat natürlich auch immer, gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile, ja, von kommunalen Eigenbetrieben gegenüber GmbHs oder auch umgekehrt. Deswegen, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass man Verträge neu ordnet, bei dem der Stadtrat etwas mehr Möglichkeiten hat, für seine Gesellschaft mehr Einblicke und auch mehr Mitspracherecht zu bekommen. Auch das kann möglich sein. Es kann aber auch möglich sein, dass wir sagen, wir belassen das, weil möglicherweise die TWD neue Möglichkeiten durch Verträge es gibt. Es kann aber auch möglich sein, dass eben die DVB derartig viel benötigt aufgrund der neuen Situation, dass eben das Schachtelprivileg, wie wir es jetzt haben, überhaupt gar nicht mehr so greift. Dann muss man neu darüber denken. Diese ganzen Fragen, die gehören jetzt in so eine Diskussion rein. Es wird eine tolle Diskussion, eine spannende. Und sicherlich für die Beder GmbH, die hier viel Kritik eingesteckt hat und nicht nur alles sehr gut war, auch eine kritische Diskussion. Und vielleicht geht man manchmal aus einer kritischen Diskussion verstärkt raus. Kann sein, kann aber auch sein, dass wir auf den Knopf drücken und sagen, alles neu, macht der Mai. Es wird eine interessante Sache. Ich freue mich. Vielen Dank für den Antrag. Wir werden ihn unterstützen. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet, die Rednerliste auch abgearbeitet. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Fünfunddreißig Ja-Stimmen, 18 Nein, 7 Enthaltungen. Damit so beschlossen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 32.7.